Business. Big Business. Hey, junger Mann. Blumentöpfe. Verstehen Sie? Blumentöpfe. Die perfekte Investition für kluge Köpfe. Ich kaufe sie auf dem usbekischen Markt, aber lasse sie bedrucken mit Made in Taiwan. Dann habe ich wenig gezahlt, aber Gewinn erzielt. Ich bemale sie orange, das wird ein Kinderspiel. Sie fragen sich, was da vorgeht in meinem kranken Hirn. Doch der Clou ist, ich verkaufe sie zum halben Preis als Lampenschirm. Ja, überlegen Sie mal, damit bin ich Multimillionär in wenigen Jahren. Alle wollen das Produkt, es hat verstellbare Helligkeit, denn ich liefere gratis Bohrmaschine, man kann selbst entscheiden, um zu verhindern, dass mich Opfer imitieren, muss man, um das Licht zu starten, eine Software installieren. Und als Update verkaufe ich für 90 Cent eine Zimtstange. Zack, hab ich die größte Gewinnspanne im Lande. Ja, ist echt so. Es ist schon rätselhaft, irgendwie geht es glatt. Und er lacht königlich, er macht cool, obwohl's eigentlich unmöglich ist. Sie sagen, er wird niemals einen Penny verdienen. Doch er ist ein Genie, denn er hat nichts zu verlieren. Oh. Ey, ich war mal wieder siegreich, doch ich plane bereits den nächsten Geniestreich. Ich brauche bloß einen alten Saunaclub, da gibt's warme Räume, das perfekte Klima für Bananenbäume. Ich pflanze sie an und hoffe, dass ich viel ernte. Aus Kostengründen sind die Angestellten Nilpferde. Wichtig ist, dass ich vom Baum nicht die Bananen pflücke, sondern nur die Schale als Perücke, eine Marktlücke. Will man sein nicht vorhandenes Haar bedecken, muss man jetzt nicht extra eine Banane essen. Ich verkaufe nur die Schale in Glasflaschen. Wird sie trotzdem dreckig, kann man sie bei 30 Grad waschen. Und sie kostet nur 2000 Euro. Moment, bei jedem Kauf gibt es Rabatt von 99%. Die restlichen 40 spende ich Hilfsorganisationen. Trotzdem bin ich reicher als Dieter Bohlen ist. Es ist schon rätselhaft, irgendwie geht es glatt. Und er lacht königlich, er macht cool, obwohl's eigentlich unmöglich ist. Sie sagen, er wird niemals einen Penny verdienen. Doch er ist ein Genie, denn er hat nichts zu verlieren. Yep, die geht. Schon wieder eine prächtige Geschäftsidee. McFilet, eine weltweite Ladenkette. Da gibt's keine Magensäfte, auch nichts gegen Blasenschwäche, sondern Filet. Nur mit einer Abweichung, es ist nicht aus Fleisch, sondern aus Backstein. Und das heißt, man sollte da nicht abbeißen. Denn in Fachkreisen isst man lieber Truckreifen. Aber ich serviere immer das, was man nicht essen kann. Sprich, als McFilet-Kunde wird man am besten schlank. Da guckt keiner auf den Preis, sondern nur auf die Uhr. Jeder möchte möglichst schnell seine Traumfigur. Das wird ein Riesenerfolg, ich gehe an die Scheißbörse. Aber verkauf die Aktie nur an Eichhörnchen. Und sie sagen, das klappt nie, doch ich bin deutlich reicher. Guck, der Kaiser hat neue Kleider, glauben Sie mir. Es ist schon rätselhaft, irgendwie geht es glatt. Und er lacht königlich, er macht cool, obwohl's eigentlich unmöglich ist. Sie sagen, er wird niemals einen Penny verdienen. Doch er ist ein Genie.